Moin Leute und herzlich willkommen zu Ich hasse mein fucking Leben. Let's play Mother Johnson. Ocarina auf Tim. Masterquest. So, das ist den Schädel, brauche ich. Da hinten muss ich. Eklig, Feuer, ja, ach, ist doch alles Kacke machen. Ich mag das hier überhaupt nicht. Nein, 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 wir müssen weitermachen. Das hier ist einfach nur eine riesen, morbide Todesfalle. Ja. Warum bin ich so fröhlich, so fröhlich, so fröhlich, so abgrundtief fröhlich? So fröhlich war ich noch nie. Boah, ich bin auch manchmal traurig, ganz abgrundtief traurig, so schaurig, traurig, traurig. Ich will hier gar nicht sein. Also wenn ich schon die ganze Zeit diese Scheiße einfach nur höre, ne? Ich möchte kotzen. Ich möchte einfach nur im Strahl abreiern. Ich werde weiter nörgeln. Ich weiß, es tut mir leid. Das hemmt wahrscheinlich die Spielfreude. Ich bin da einfach so ein Kackpisser. Ich mag das ja. Das ist einfach nicht so mein Ding, ne? Das ist, ich meine, Wassertempel, darüber kann man sich ärgern im Sinne von, Gott, sind die nervig. Ja, hoppla. Ich schmeiß Bomben hin, wo sie nicht hingehören. So viele Wege, so wenig Ahnung habe ich. Damit kann ich leben, mehr oder weniger. Vor allem kann ich einfach mit Pfeilen den Pennern da hinten in den Kopf schießen. In den dicken Skulltula-Schädel. Ist hier sonst noch irgendwas, was mich irgendwie in Bedrängnis bringen könnte, außer diese fucking Sicheln? Vorerst nicht, okay. Tick-Tack-Toe. Mist. Kein Bock, irgendwo runterzufallen und dann irgendwo rauszukommen, wo es eklig ist. Also überall. Alter, derjenige, der das doch komponiert hat, der muss doch voll Depressionen haben. Ich weiß, Koji Kondo macht richtig geile Musik, aber das ist... meh. Einfach nur... boah, nee. Naja, immerhin höre ich kein... dann ist das für mich schon so... Was haben sie dir zu sagen? Ha, diese Mauer, sie teilt mir etwas mit. Sie flüstert mir zu. Willst du mit einer Fähre in fremde Gefilde reisen? So tritt näher. Ich hätte gerne Urlaub. Nee, da gehe ich... gleich hin. Ich würde mir erstmal die Truhe holen. Nachdem ich Hans-Klaus Dieter den Dritten mit einem Pfeil penetriert habe. Oder mit dem hier. Fische Karte, Map heißt Karte. Ja, toll, juckt mich nicht. Oh, ein Freifahrtschein. Oder mein. Ich habe eine Karte, Map heißt Karte. Ich fühle mich hier nicht wohl. Ist okay, ist okay. Ich sollte mich nicht so anstellen. Ich weiß, ich kriege das hin. Ich bin erwachsen. So, ich möchte hier die Fähre nehmen. Dankeschön. Sonst noch was, was mir auf den Sack gehen möchte? Ach so, ich komme hier eh noch nicht durch. Aber ich nehme diese kleine Willkommenstruhe mit. In der vielleicht ein Schlüssel haust. Boah. So, die Frage aller Fragen ist, gehe ich wieder zurück? Halt, Moment. Moment, Moment. Okay. Hätte ja sein können, weil ich höre immer... Das ist wahrscheinlich eher unten drunter. Ich werde die parallele Tür nehmen. Ich müsste wahrscheinlich ja auch einen Schlüssel bekommen, weil ich könnte das Spiel jinxen oder halt, wenn ich vor... Also, ja, du weißt, was ich meine. Ich habe zwei verschlossene Türen. Eine am Anfang des Dungeons und eine jetzt gerade geradeaus. Siehst du mich hier durch? Nein. Gut. Mich nicht. Oh!
Brenn. Brennt! Zwei! Nicht gut! Brennt, 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 brennt! Jesus, Maria und was weiß ich, wer da doch alles oben rum hängt. Josef. Steht nie wieder auf, bitte, danke. Siehste, ich wusste es. Und dann werde ich jetzt zurückgehen. So. Ganz ruhig bleiben. Aber ich habe keinen Bock mehr. Sag ich ciao. Ups. Hoppla. Ich muss eben gucken. Ah, ich schau mir jetzt direkt an. Jetzt wird wieder so ein Ding für Bombenpfeile. Die ich leider nicht habe. Okay, egal, egal. Ich gehe jetzt zurück, hol mir das, was auch immer da hinten ist. Entweder ist ein Kompass drin oder ich habe schon Glück, dass ich da meine Federstiefel kriege. Oder aber sogar den Masterschlüssel. Man weiß ja nie. Ne? Oder es erwarten mich einfach so Dreckszombies, die sich denken. Jene mit dem Auge der Wahrheit wird sich manches offenbaren, was noch von Dunkelheit umgeben. Ja, oder aber ich finde dich zum Kotzen. Oh, ich hätte mich fast erschrocken. Der Schattentempel. Hier ruhen Hyrule's blutige Zeugnisse von großer Gier und blindem Hass, was nichts anderes heißt als das Könighaus ist böse. Ich müsste mir Facts zum scheiß Schattentempel raussuchen. Und dann einfach mal ganz klar sagen, Leute, das war nicht immer hier nett. Wurde ja schon öfters... Verzeihung. Berichte von wegen. Jo. Ich weiß nicht, ob sie es wussten. Da kommt Feuer. Oh ne, da muss ich ein Rätsel lösen. Mach mal dein scheiß Auge auf. Also einer von euch will doch jetzt sein scheiß Auge aufmachen, oder nicht? Bin ich zu nah dran? Muss ich mich umdrehen? Öffnen Sie bitte Ihre Glubschar. Hoppla. Okay, Moment. Nicht schlimm. So, ich habe mich jetzt hier öfters von euch abfackeln lassen. Bitte einmal die Augen aufmachen. Ich bin der Optiker. Ich habe auch meine Brille. Vielmann. War das überhaupt Vielmann? Ich glaube nicht. Jetzt mach doch mal das scheiß Ding auf. Mich umgedreht, komm. Ja, fuck, ich hab's verdient. Hä? Das hat definitiv seine Augen. Wie viele sind denn? Hab ich doch alle Natzen. Okay, so der ist schon mal weg. Jetzt habe ich hier nur noch den hier. Hoffe ich. Oder auch nicht. Wie glaube ich denn noch einen? Scheiße, da ist noch einer. Würdet ihr jetzt bitte mal eure Augen aufmachen? An. So. Da war es nur noch einer.
Frage ist natürlich nur. Ah. Ja gut, da war ich jetzt auch wieder Nadine the Brain. Boah, das sieht wieder nach Ekel aus. Oh, das ist in Ordnung. Den finde ich auch echt nicht so charmant, bin ich ganz ehrlich. Aber weiß ich auch nicht, da fragt mich nicht so ob wie die Zombies. Weil der schreit halt nicht, der paralysiert mich nicht. Weißt du, ich kann im Endeffekt kämpfen. Das ist mein Problem. Bei den Zombies, die schreien, ich kann mich nicht bewegen, ich kriege Panik. Ich kann mich nicht losreißen, ich weiß nicht, was ich tun soll. Das ist mein Problem. Okay, der ist auch eklig. Von dem möchte ich mich auch nicht beißen lassen. Aber bei den Zombies, das ist irgendwie ich habe echt ein Problem mit. Das ist echt nicht meine Lieblingsmonster-Fantasie-Kreaturen. Da verstehe ich keinen Spaß mit. Ich glaube, das Problem ist auch, weil sie halt eben so echt menschlich, also im Sinne von, sie kommen sehr nah einem Menschen. Ne, jetzt so eine abgetrennte Hand, die aussieht wie von einer Fantasiekreatur, das juckt mich nicht so. Oder halt so ein Deko-Kerl, der ist nicht gruselig, das ist halt nicht human. Also schon, sie sind humanoid auf eine gewisse Art und Weise, ja, aber das andere, man weiß, das waren mal Menschen, okay? Das ist vielleicht auch ein Problem. Ich weiß es nicht. Ich rede hier einfach Mist. Mach ich immer. Ripp an die Texturen hier. Hat ein bisschen was von, nicht Mausoleum, wie ist denn das da? Katakomben. Habe ich mir in Frankreich angeguckt. Das waren echte Schädel. Das waren alles mal Menschen. Das hat mich nicht so abgefuckt wie der Scheiß hier. Keine Ahnung. Ich bin seltsam. Können wir es aber festhalten? So. Kriege ich jetzt die krassen Stiefel oder kriege ich den Kompass? Ich bin bestimmt einer auf den Stoße. Ich wusste es. Die Gleitstiefel. Ja, ich kann für kurze Zeit auch einfach die Beherrschung verlieren. Komplett ausrasten. Geht mit Gott, aber geht. War ich hier noch nicht? Anscheinend nicht. Oh nein! Oh nein! Das ist nicht gut! 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 Oh nee, voll in die falsche Scheiße gelaufen. Oh, Junge. Boah, eklig. Wie sich auch immer alle zusammenrotten als Horde. Geht aber weg, ey. Pisser. Ich will raus. Wo ist denn jemand raus? Ist jemand raus? Das ist mein raus. Okay, die nächste große Truhe, die ich brauche, muss nur einfach das scheiß Master-Ding sein. Dann will ich nur zu einem. Oh, ich weiß. Also, ich weiß, wo ein Ocarina of Time das Ding war. Da musste ich halt so eine. Da waren auch so Kack-Zombies dahinter. Oh, nee, Alter. Das sind einfach wie Brandwunden. Das hat sich halt einfach reingefräst in den Schädel. Nee. Aber immerhin, wir haben schon ein bisschen was geschafft, ne? Im Sinne von, ich habe die Key-Items. Bis auf den Wasserschuss. Und ich habe Zombies platt gemacht. Okay, das ist aber kein. Hätte ich schon eher gehört. Das ist okay. Damit können wir leben. Bombs. Nein! Werfen! Magst du Bomben? Auch ein Freund. Gut. Immer die Wege checken. Ich vertraue dem nämlich hier alles überhaupt nicht. Ich wollte gerade sagen, kommt was von oben? Kann ich das bitte mal anvisieren? Danke.
Boah, ich wollte gerade sagen, ach, du bist jetzt nicht so ein Arschloch, ne? Nee, nee, nee. Wenn er jetzt das schon mal verwehrt ist von den Zombies. Wäre cool, wenn ich die hier wie so Bowlingbomben rollen könnte. So Bing! Ich vertraue dem Ganzen ja gar nicht. Ich bin paranoid, ich weiß, aber ich muss hier einfach immer gucken. Es könnte überall irgendetwas lauern. Ach, von hier aus werde ich das wahrscheinlich gar nicht treffen, das Ding, ne? Ah, könnte man theoretisch. Praktisch auch, aber nicht richtig. Okay, okay, okay. Was ich jetzt mache, ist sicherheitshalber die Schnörkelschuhe anziehen, die ein bisschen kacke zu laufen sind. Gleiten ist eher mir ein Rutschen. Ah, jetzt sehe ich auch das Problem, das ist nämlich eingefroren. Okay, okay, okay. So. Gut, dass ich die Feuerpfeile habe, sonst könnte ich genau wieder rauslatschen und wäre verzweifelt. Aber das ist eigentlich schon... Also wer die nicht mitnimmt... Willst du mich verarschen? Ach, ihr kleinen Kakerlaken. Echt mal. Ja, jetzt so gerne. Nein, 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 nein. Warte mal, einfach nur, because of reasons, auch wenn da Bombenblumen sind, kann ich nicht trotzdem schon von hier aus die kaputt machen, indem ich das einfach rüberwerfe. Und dann habe ich es nämlich gleich ein bisschen entspannter, wenn ich da drin bin. Ich habe es nicht gesehen. Habe ich was... Hat wohl nicht geklappt. Okay, anscheinend nein. Dann muss ich mich jetzt hier fertig machen lassen. Hab ja genug Feen, ist ja kein Ding. Okay, so, ich möchte aber jetzt gerne wieder die normalen Schuhe haben. Nein, normalen Schuhe. Das da. Dann mal auf den Timer gucken, damit ich halt pünktlich ein paar blenden kann. Achso, ja, nee, natürlich. Verzeihen Sie mir. Wie konnte ich ja auch nur vergessen, dass man nicht zwei magische Sachen gleichzeitig bedienen kann. Ich weiß zwar jetzt nicht, was mir das gebracht hat, aber ich weiß einfach nur, ich habe es aktiviert und damit habe ich Aktimel getrunken. Aktiviert Abwehrkräfte und so. Ah, ja. Okay, 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 okay. Ah, ich hoffe, Fledermaus und so ein Scheiß. Oh, ich muss trotzdem rein. Ich weiß, Pfeilverschwendung und so. Aber ich bin halt gerne der Distanzkämpfer. Warte mal, die kriege ich mit dem hier. Speichenpfeil. Man muss da trotzdem gehen. Ich schaffe es immer wieder da reinzufallen. Muss ich hier zufälligerweise? Wahrscheinlich ja. Man weiß ja nie, ne? Sicher ist sicher. Dies, das, Ananas. Oh, was ist da? Den habe ich übersehen. Wow!
Sie sehen hier das Supertalent. Übersieht Dinge. Und kriegt immer einen mit der Sense mit. Ein Schlüssel. Ja, nutzlos. Alles klar, ich würde sagen, an dieser Stelle wenden wir den Part. Das heißt, ich sehe dich beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche dir Spaß und Way.